aus der Markthalle. Wir haben News für euch. Ab sofort haben wir alle Magazine und Zeitschriften bei uns. Es gibt neue interessante Pop-ups und unsere nächste Afterwork-Party ist am 17.07. Immer up to date bleibt ihr online. Wir freuen uns auf dich. Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zur 88. Ausgabe von Schneewittchen TV. Der Keks ist gegessen, der Drops gelutscht, die Messe gelesen, der Fisch geputzt und der Affe aus der Flasche. Ende Gelände oder wie es die Latinas sagen würden, alla iacta est. Schade, aber bekanntlicherweise gewinnt im Fußball immer jene Mannschaft, die eben ein Tor mehr schießt. Mit oder ohne diskussionswürdige Schiedsrichterentscheidungen. Die Festtage in Framersbach, bei denen ich mich kurz vor dem Anpfiff des Spiels gegen Spanien noch befand, werden trotzdem weitergehen und versprechen auch in diesem Jahr ein volles Zelt. Und während ihr hier den Festeinzug und den Anstich des Bierfasses von Bürgermeister Christian Holzemer seht, verrate ich euch kurz, was ihr noch in dieser Sendung seht. Vorletzte Woche sorgte ein Donnergrollen für Aufregung in der Stadt. Ein Blitz schlug in ein Wohnhaus in der Ignatius-Taschner Straße ein. Ein Dank an alle Rettungskräfte, die bis in die Morgenstunden im Einsatz waren. Wenn ihr aktuell über das Treiben in Lohr und Umgebung informiert sein wollt, informiert euch direkt über meinen Instagram-Kanal, das Heimatjournal. Kürzlich durfte ich meine 2000. Follower begrüßen. Vielen Dank dafür. Endlich habe ich auch die Gewinne der letzten Sendungen an die glücklichen Gewinner übergeben. Im Anschluss seht ihr die Übergaben. Leider haben beim Sendelbacher WM-Club alle Teilnehmenden mit ihrem Tipp zum Gewinn der Europameisterschaft falsch gelegen. Dennoch hatte ich einen gemütlichen Abend im Kreise der Damen und Herren, die seit 50 Jahren gemeinsam Spiele der Nationalmannschaft ansehen. In Sendelbach wurde zur längsten Nacht des Jahres das Kanzfeuer eröffnet und ich wollte wissen, was es mit dem Brauchtum auf sich hat. Das Ärzteorchester Musica Medica spielte in Neustadt. Die Witwe des Gründers Dr. Georg Kaiser, Barbara Kaiser-Pfaff, erklärte mir, wie es zur Idee der musizierenden Mediziner kam. Außerdem war ich mal wieder zu Besuch im Lohrer Tierheim und wollte wissen, warum manche Tiere nicht vermittelt werden können. Die neue Vorsitzende des Tierschutzvereins, mein Spessart Marianne David, erklärte mir zudem, warum eine kommunale Abgabe an den Tierschutz so wichtig ist. Heute könnt ihr zweimal je eine Biermarke für die Framersbacher Festtage gewinnen. Dazu möchte ich wissen, wie viele Festtage gab es bereits in der Marktgemeinde? Die richtige Antwort an info@schneewittchen.tv. Wir sehen uns die Tage in Framersbach und natürlich am 19. Juli zur nächsten Sendung. Nicht vergessen, die Fight Night am 20. Juli im Fitness- und Boxcamp von Sven Ahmend. Lokalmatador Schuck alias Thomas Hilbert aus Pattenstein wird erneut den Ring besteigen. Ich berichte über die Veranstaltung vor Ort. Ich freue mich auf euch. Liebe Zuschauer, ich habe es euch ja schon in den letzten Sendungen versprochen. Es ist Zeit, den Sack Blumenerde aus dem Ritterer Humuswerk in Wernfeld an die glücklichen Gewinner zu übergeben. Heute bin ich beim Krall Fränken, der gewonnen hat. Der sitzt hier auf der Bank und freut sich riesig. Hier sind deine 40 Liter Blumenerde. Endlich. Ich gebe es dir gleich mal so. Was hast du denn damit vor? Ja, eigentlich wollte ich die Sonnenblumen damit glücklich machen. Aber jetzt werde ich es erstmal hinstellen und gucken, ob es noch andere Blumen gibt, die Erde brauchen. Oder ich mache ganz kleine Chargen draus und mache kleine, wie heißen denn nochmal hier diese kleinen Bäumchen in Eierschalen? Bonsai!
richtig. Und du hast hier aber schon ein bisschen gerodet, also du bist schon hier in gärtnerischer Vorbereitung. Also ich habe heute ein bisschen hier mal ein bisschen sauber gemacht, aber die Blumenerde ist natürlich ein Highlight in meinem Gärtnerleben. Da freue ich mich tierisch drüber und werde nachher gleich mal, das kann man jetzt da auf der Kamera dann auch nicht sehen, einfach mal dran riechen, wie es riecht überhaupt. Die riechen ja alle anders, die Blumenerden. Vielleicht schickt uns der Greif dann ja auch mal auf, was er mit seiner Erde gemacht hat. Unser glücklicher Gewinner. Herzlichen Glückwunsch. Danke, vielen Dank und schöne Grüße an die Blumenkompost-Erde-Besitzerwerk Reimer. Schnitt! Liebe Zuschauer, auch den zweiten Gewinn möchte ich natürlich überstellen. Und zwar gibt es einen riesengroßen Glückspilz direkt hier bei uns in der Nachbarschaft. Der hat gleich einen Sack Blumenerde plus einen Sack Frammersbacher Holzkohle vom Köhlerfest gewonnen. Und das ist der Stefan Bruckner. Und da mache ich mich mal auf den Weg. Da kann ich nämlich zu Fuß mit meiner Sackkarre hin. Also auf, mir hinterher. Frank! Ja, lieber Stefan, grüß dich! Hier ist endlich dein Gewinn. Juhu! Du hast das erste Mal bei unserem Gewinnspiel mitgemacht, beziehungsweise gleich zweimal nacheinander und hast gleich einen Sack Kohle und einen Sack Blumenerde gewonnen. Ich freue mich drauf. Jetzt erzähl mal, was hast du denn damit vor? Grillen wie ein Wilder und mein Hochbeet befüllen. Und im Hochbeet ist auch was dann für einen Grill? Irgendwelche Zucchini oder Paprika oder sowas? Salat, Gurken. Aber es passt schon gemeinsam Grillabend. Jetzt kann ich ja den Zuschauern sagen, der Stefan hat auch beim Gewinnspiel mitgemacht, wer Europameister wird. Genau. Blöderweise ist die Entscheidung erst in ein paar Wochen. Genau, das sonst heißt, hättest du noch einen Kasten Bier hier draufladen können. Hätte ich die Kiste Bier auch noch mitgebracht. Aber wer weiß, vielleicht hast du Glück und bist der nächste Gewinner auch. Und dann komme ich nochmal hier mit meinem Stapel vorbei. Es ist praktisch, wenn die Gewinner jedenfalls in der Nachbarschaft sind. Genau. Also ich wünsche dir viel Spaß damit und bleib unserer Sendung gewogen. Mach ich. Bereits in die zweite Generation fußballbegeisterter Sendelbacher geht der 1974 gegründete WM-Club. Auch zur aktuell laufenden Europameisterschaft treffen sich die Mitglieder und dürfen sich in diesem Jahr über ihr 50-jähriges Bestehen freuen. Heute wird zum Schneewittchen-TV-Dreh am Sportheim über alte Zeiten gesprochen, aber natürlich auch darüber gefachsimpelt, welche Mannschaft wie spielt und natürlich vor allem, wie weit es die Nationalmannschaft im Turnier schaffen wird. Keine Mannschaft. So richtig, wo du sagst, das ist der Kracher. Also vom Fußballerische her. Die Engländer haben nicht überzeugt. Das sind für mich eigentlich die Spanier. Spanier und die Franzosen, die sind gut. Und mir natürlich, ne? Oh klar. Ja, auf jeden Fall. Wir haben mit der B-Mannschaft zwar nur jetzt 1-0 gespielt, aber lass die mal mit der Tabelle spielen. Ich sag schon, Spanien und Frankreich spielen, ganz große Nummer. Ne? Ich passe mal auf. Aber da kannst du eher sagen, die sind besser oder aggressiver wie die. Ist schwer zu sagen. Also schwer zu sagen. Wenn ich gar nicht geholt hätte, wären die Österreicher gewesen. Nostalgisch wird es, wenn sich die mittlerweile berendeten Gründungsmitglieder treffen und wenn einmal nicht bei einem Spiel im legendären Clubkeller in der Blumenstraße mitgefiebert wird, sondern der vielen Ausflüge, Faschingsveranstaltungen, Ausschenke bei Sportfesten
und den leider bereits auch verstorbenen Mitgliedern gedacht wird. Der WM-Club hat sich gegründet 1974. Basis war damals die, dass wir alle sieben Mann oder sieben Halbstarke, hätte man früher gesagt, alle im Jugendfußball in Sendelbach gespielt haben. Und ja, das Freizeitangebot in Lohr war natürlich nicht so gut für 15-, 16-Jährige, sodass wir dann halt mal angefangen haben, mit uns zu treffen am Wochenende, haben Ausflüge gemacht. Mein Vater hat Ponys gehabt, da sind wir mit dem Ponywagen, Kiste Bier drauf und haben Mai-Ausflüge gemacht, so ging das Ganze los. Dann hatte mein Vater die geniale Idee oder die Ängste, hat gesagt, Mensch, die Jungs, wenn die jetzt in das Alter kommen, wo sie Autos haben und dann fahren die mit mir nach Würzburg oder nach Aschaffenburg in die Disco oder sonst irgendwo, das waren natürlich nicht so recht. Und dann hat er uns den Vorschlag gemacht, die Idee kam gar nicht von uns, sondern er hat den Vorschlag gemacht, im damaligen Waschkeller einen Partyraum einzurichten. Ich bin Bayern-Fan, war das damals schon, und ich hatte den Sepp Maier als Scherenschnitt an der Wand hängen. Und also alle Bayern-Spieler, die ja auch das Gerüst der damaligen Nationalmannschaft gestellt haben, waren für mich und für andere auch Idole. Wir haben aber auch Gladbach-Fans, wir haben Eintracht-Fans. Und wir waren einfach Fußball durch und durch. Und in der Hoffnung natürlich, wenn wir eine Heim-WM haben, dass wir den Titel erholen. Dass es dann soweit kommt, haben wir natürlich erst einmal nicht zu wahren gehofft, aber es hat ja dann geklappt. 1974 war ich noch ein kleiner Junge mit 9 Jahren. Und da habe ich das Endspiel geschaut, das war in Sendelbach und am Main. Da war ein Festzelt gestanden. Ich weiß jetzt nicht mehr, welcher Verein da Jubiläum hat, das habe ich jetzt nicht mehr im Kopf. Auf jeden Fall war da ein Fernseher, wie der Franz schon gesagt hat, der war auf die Bierkiste gestanden und da hat man auf so einem kleinen Fernseher, hat man Fernseher geguckt. Der WM-Club war leider nicht da, weil die irgendwo anders geschaut haben, im Keller schätze ich mal, und sind dann aber danach gekommen und ich habe damals den WM-Club schon, sage ich mal, schon ein wenig geliebäugelt mit denen, weil ich mit denen früher auch immer unter an der Fußballwiese Fußball gespielt habe. Das war mal ein und alles, Bücherranze, daheim nach die Ecke geschmissen, nur noch Fußball gespielt mit den älteren Jungs, bin auch sehr gut aufgenommen worden. Und ja, das war eigentlich mein tägliches Brot, sah immer das Fußballspielen und immer mit den Jungs zusammen zu sein. Ja gut, heute schauen wir es bei jedem mal. Wir wechseln uns ab, wir stellen einen Fernseher hin. Heutzutage hat man ja große Fernseher. Dann macht man eine Runde, grillt vorher, trinkt ein bisschen Bier dazu. Oder die Damen ein Säckchen, ne? Und dann gucken wir halt das Fußball an. Und wobei sich der Fußball ja total geändert hat zu damals. Eine ganz andere Atmosphäre. Ich habe zwar noch ein bisschen im Kopf von 74 oder von den 80er, aber es hat sich schon geändert. Ne? Also das ist schon viel mehr Stimmung und ist schon Wahnsinn im Moment. Ne? Es war halt ganz einfach der soziale Zusammenhalt. Die Truppe hat eigentlich immer zusammengehalten. Es hat uns so manchen Schicksalsschlag hat uns auch beschert. Wie vorhin schon, glaube ich, einmal kurz angerissen, sind mittlerweile 4 Mitglieder auch schon verstorben. Das hat uns schon stellenweise den Boden unter den Füßen weggezogen. Halt hat uns gegeben, zum Beispiel im Fußballbereich. Wir haben lange Jahre vom WM-Club aus zum Beispiel die Jugendleitung gestellt, Jugendarbeit, Jugendleiter, Trainer, Betreuer. Es wurde lange Jahre Sportheimbewirtung gemacht, ganz aktiv, angefangen eigentlich mit einer kleinen Gruppe, faschingstechnisch, im Faschingsverein aufgetreten. Das hat sich dann mittlerweile im Laufe der Jahre so entwickelt, dass eigentlich im Prinzip ja, Mann und Frau, Frau, Freundin, Partnerin, egal wie, am Fasching mit aktiv waren, egal ob jetzt auf der Bühne oder hinter der Bühne. Man hat halt diesen guten Zusammenhalt hat man gehabt. Die Mehrheit ist sich über den Titelgewinn der Nationalmannschaft im eigenen Land einig. Die Gründe dafür sind verschieden. Also ich tippe für die Europameisterschaft auf Deutschland.
zwei Dinge. Der Musiala macht noch genügend Tore und einen tollen Trainer haben wir auch aus meiner Sicht. Also mein Tipp für Europameisterschaft ist Deutschland, ganz einfach, weil es eine gute Truppe ist. Ich bin jetzt nicht der Fußballexperte, aber mein Tipp für die EM ist Österreich, weil wir in Österreich Bekannte haben und ich das denen gern gönne. Also ich möchte, dass Deutschland gewinnt, ganz einfach. Also ich tippe auch für Deutschland. Ich sage jetzt mal 2-1. Wir haben eine super Truppe und es ist eine Turniermannschaft und ich denke, dass die sich noch etwas reinsteigern. Ich tippe auch für Deutschland, weil mich die anderen Mannschaften bisher enttäuscht haben. Da war keiner dabei, wo man sagen kann, das ist ein Favorit. Ich bin jetzt auch nicht der Experte, aber ich bin einfach für Deutschland, egal wie. Ich bin natürlich auch für Deutschland, das ist ja klipp und klar. Einzigste, was ich widersprechen muss, ist, ich weiß gar nicht, wer es gerade eben gesagt hat, wir sind eine reine Turniermannschaft. Da haben wir die letzten 6 Jahre haben wir was da versäumt. Ne? Da stimmt was nicht, aber wir packen es jetzt mal. Und Weltmeisterschaft oder Europameisterschaft? Der Kreis schließt sich nach 50 Jahren bei der Ausrichtung eben im eigenen Land. Die Gemeinschaft der WM-Klubler wird sicherlich bis zum 60. Geburtstag weiter zusammen über Fußballspiele und darüber hinaus sinnieren. Traditionell wird das Johannisfeuer in der längsten Nacht des Jahres am 21. Juni entzündet. Auch in Lohr und Umgebung wird dieser Brauch in vielen Stadtteilen und Gemeinden mit unterschiedlichen Festen gefeiert. In Sendelbach nennt sich diese Tradition Kanzfeuer und leitet sich namentlich vermutlich von der Kurzform des Johannes ab. Nach mehreren Jahren der Trockenheit, in denen das Feuer wegen Brandgefahr nicht möglich war, freuten sich die Sandhasen in diesem Jahr umso mehr, dass sich die Dorfkinder zu einem Fackelzug formierten, um den Feuerstapel am Mainufer zu entfachen. Wenn ich zurückdenke, wie ich 8 Jahre alt war, also das ist über 50 Jahre jetzt her, hat es damals geheißen, das ist das Johannesfeuer. Dann haben sie gesagt, das ist das Kanzfeuer. Der Kanzfeuer von dem, als Begriff her, da ist gekommen, weil man früher... Wir Kinder sind mit Weichen durch Sendelbach gefahren und haben gesungen Steuer, Steuer fürs Kanzfeuer. Und da haben wir von den Leuten, haben wir sozusagen den Müll oder das Holz angesammelt und haben es mit Weichen, haben wir das runtergefahren und da haben die Leute auch ihr Zeug bringen können. Ob das Hecke war oder ein Zaun war oder alte Türen waren. Also früher war, ist da alles draufgekommen. Ich kann mich noch sehr, sehr gut erinnern an den Redmanns Werner. Der hat damals auf dem Bau gearbeitet. Und der ist gekommen mit dem Bagger und hat den Haufen immer zusammen geschoben. Und dadurch ist eigentlich der Begriff des Kanzfeuer entstanden. Als Johannesfeuer in Sonntag war das dann das Kanzfeuer. Ich war von klein auf dabei. Für mich war das immer ein Erlebnis. Ist heute noch ein Erlebnis, wenn ich die Kinder sehe. Wir haben das ungefähr seit 10, 12 Jahren haben wir das gemacht mit der Schule. Die Schule in Sendelbach, die haben das für eine sehr gute Idee gefunden, dass wir die Kinder damit einbeziehen, schon in den jungen Jahren. Und die, wie man immer sieht, die haben immer einen Heidenspaß dran an dem Fackelzug. Wir geben uns auch alle Mühe darum, die Kinder mit einzubeziehen. Das hat man heute wieder gesehen, wie viel Spaß das haben oder noch haben. Das sieht man ja. Und wir sind immer froh, wenn sich Kinder dafür interessieren oder auch vom Fallensverein interessieren. Und wie gesagt, wir müssen das weiter behalten. Ich gebe das auch weiter an die Jungen, weil ach, irgendwann kommt meine Zeit, wo ich mal aufhöre, das muss ich jetzt mal sagen. Und die finden das auch gut, was wir da machen. Liebe Zuschauer, es ist, man kann schon sagen, kurz vor eins. Das kann, kann's Feuer oder kann Feuer? Wie heißt es? Kanzfeuer? Nee, Kampffeuer. Kann. Kanzfeuer. Kanzfeuer, doch, Kanzfeuer. Also wie auch immer, kann, Kanzfeuer. Lieber Harry, sei mir nicht böse, dass ich es jetzt nicht weiß. Brennt noch. Wir sind bis zum Schluss geblieben. Wir sind mit die Letzten, die gehen heute. Wir sind mit dem Ehepaar Ruf hier.
Es war ein fantastischer Abend und wir sind einfach nur glücklich, dass wir hier in Sendelbach leben dürfen und hier sowas direkt vor Ort miterleben können und jetzt auch zu Fuß zurück ins Schneewittchen-TV-Studio am Romberg kommen. Ich freue mich auf euch. Immer wieder gibt es im Lora Valley Bangert Tierheim Bewohner, die schwer oder gar nicht vermittelt werden können. Wir haben bei den Tierpflegern einmal nachgefragt, um welche besonderen Tiere es sich hierbei handelt und was die Gründe dafür sind. Zudem stellt sich die neue Vorsitzende des Tierschutzvereins Mein Spessart, Marianne David, aus Gemünden vor und berichtet unter anderem, wie sie zum Tierschutz kam und was sie als besonders wichtig erachtet. Ich habe mich schon immer für Tiere interessiert und war also auch schon ganz lang so im Hintergrund tätig, was den Tierschutz Mein Spessart betrifft. Und bin 2006 durch einen scheuen Kater dann tiefer in die Materie eingedrungen und habe dann die damalige Schriftführerin, die Frau Jostwig, kennengelernt. Und dann hat sich das einfach so verselbstständigt, würde ich sagen. Ich bin dann 2009 als Beisitzerin gewählt worden und war das dann ganz lange Zeit, bin dann zweite Vorsitzende geworden. Und letztes Jahr ist leider Gottes ganz plötzlich die Frau Rosenkranz verstorben. Dann war ich erstmal in der Pflicht, als zweite Vorsitzende das kommissarisch zu übernehmen und bin dann aber durch vorgezogene Neuwahlen erste Vorsitzende geworden. Mein besonderes Anliegen ist es, dass es den Tieren, die hier bei uns ins Tierheim kommen, gut geht, dass sie adäquat versorgt werden. Ich lege Wert auf eine gute Zusammenarbeit mit dem Vorstand und dem Personal. Mir ist sehr wichtig die Außenwirkung des Tierschutzvereins, dass wir gut in der Öffentlichkeit dastehen. Mir ist sehr wichtig als erste Vorsitzende und es ist eine Herzensangelegenheit von mir, dass der Tierschutz in der Bevölkerung und auch bei den Kommunen mehr wahrgenommen wird, weil was die Kommunen betrifft, wir helfen den Kommunen, ihre kommunale Pflichtaufgabe zu erledigen in der Form, dass sich die Kommunen mit einer Fundtierpauschale bei uns anschließen können. Das bedeutet, dass wir pro Jahr, pro Einwohner von den meisten Gemeinden oder Kommunen im Moment 80 Cent bekommen, pro Jahr, pro Einwohner. Und dafür halten wir aber den Kommunen dann den Rücken frei in der Form, dass wir die Fundtiere übernehmen. Diese Fundtierkostenpauschale reicht aber leider nicht aus, um die Aufgaben, die wir zu erfüllen haben, auch gut bewältigen zu können. Also wir haben Berechnungsmodelle mit dem Deutschen Tierschutzbund angestellt, wonach wir, wenn es wirklich für uns kostendeckend laufen sollte, 2 Euro pro Jahr pro Einwohner bekommen müssten von den Kommunen. Das weiß ich aber, dass das illusorisch ist. Ich möchte mit den Kommunen dieses Jahr nochmal mich zusammensetzen und eine Anhebung auf 1,15 Euro, 1,20 Euro vielleicht hinbekommen. Wir finanzieren uns natürlich über Mitgliedsbeiträge, über Spenden. Dann haben wir die Aktion Patenschaft. Dann haben wir die Aktion 300 mal X. Das ist eigentlich so gedacht, wenn 300 Personen im Monat je 10 Euro bezahlen würden, dann wäre das Tierheim saniert. Also käme es besser über die Runden. Wir sind, glaube ich, im Moment bei 130 Personen, die diese 300 mal X Aktion unterstützen. Wir machen viel Initiativen in Form von Kuchenverkäufen. Da kommt also immer ganz gut was rum. Das ist Bargeld. Oder halt dann, durch viel Eigeninitiative, jetzt zum Beispiel durch das Personal. Wir haben ein bisschen umstrukturiert hier innerhalb des Hauses und das erledigt das Personal größtenteils selber, also auch handwerkliche Tätigkeiten, um einfach Geld einzusparen. Ja. Also prinzipiell alte Tiere sind immer sehr schwer vermittelbar. Zum einen, klar, haben die Leute Angst, sie haben sie nicht lange. Zum anderen sind die Tierarztkosten natürlich immer so im Hintergrund, was man so ein bisschen beachten muss. Hunde mit Beißvorfällen sind natürlich auch sehr schwer zu vermitteln.
haben wir aktuell auch jemanden da. Die Leute wollen eigentlich so einen fertigen, anderthalbjährigen Golden Retriever, wo sie nichts mehr groß erziehen müssen, wo alles funktioniert, ein Familienhund. Und diese Hunde gibt es aber so in den Tierheimen nicht. Man muss immer arbeiten dran, man muss immer an der Beziehung arbeiten und da lassen sich die meisten Leute nicht drauf ein. Das ist unsere Lea, die kam als Fundhund zu uns, wurde aber nicht mehr abgeholt, war auch in einem ganz verwahrlosten Zustand. Sie ist immer noch sehr, sehr dünn, wie man hier sieht. Und sie ist jetzt über 4 Wochen bei uns, das heißt, wir geben sie jetzt in die Vermittlung, weil sich niemand gemeldet hat. Die Lea sucht ein Zuhause mit Leuten, die ein bisschen Hundeerfahrung haben, die sie zur Ruhe bringen, aber auch auslasten, sowohl körperlich wie geistig. Sie ist sehr, sehr agil, sie ist ein Balljunkie, aber man muss bei ihr wirklich gucken, dass sie ein bisschen runterkommt ab und zu auch mal. Die dreht bei uns ihre Kreise hier im Tierheim, die kommt gar nicht zur Ruhe, ne? Und deswegen braucht sie wirklich hundeerfahrene Menschen, die sie wirklich so ein bisschen runterbringen. Also das sind Jack und Daniel. Die haben wir aus einer Wohnung geholt. Die haben einem alten Mann gehört. Sie waren 12 Jahre zusammen bei dem gelebt. Und der ist gestürzt und musste in die Reha und muss auch aus dieser Wohnung raus. Das heißt, wir haben dann lange mit dem Mann geredet, ob es nicht besser ist, die Hunde abzugeben, weil er sie einfach nicht mehr adäquat versorgen konnte. Und er hat sie uns dann auch überschrieben. Für die beiden suchen wir wirklich ein passendes Zuhause. Sie sind halt schon 12, aber wie ihr seht, die sind topfit. Bei Jack haben wir eine Zahnsanierung gemacht und einen Tumor entfernt. Also da kommt erstmal auch nichts nach. Und die suchen wirklich noch ein aktives Zuhause, wo sie ausgelastet werden. Gern auch mit Familienanschluss oder mit einem anderen Hund. Wir würden sie auch einzeln vermitteln zu jeweils einer anderen Hündin dazu. Die meisten Fundtiere kommen tatsächlich zu uns, weil leider viele ihre Tiere, ihre Katzen nicht kastrieren. Die wachsen dann ganz oft in Scheunen, Waldnähe, außerhalb von Menschen. Werden die groß, haben dadurch natürlich wenig oder bis überhaupt gar keinen Kontakt zu Menschen, sind deswegen natürlich auch sehr scheu, wollen mit den Menschen nicht wirklich viel zu tun haben. Das sind natürlich die Katzen, die hauptsächlich bei uns landen. Also die scheuen Katzen, die sind natürlich schlecht zu vermitteln, weil die, wie gesagt, die haben großen Angst vor Menschen. Die wollen weder angefasst werden, noch wollen die beschmust werden. Die wollen einfach ihre Ruhe haben, wie man sieht. Die wollen zweimal am Tag ihr Fressen bekommen und ansonsten wollen die einfach ihre Ruhe haben. Also hier haben wir die Curry, das ist auch eine Fundkatze. Also das meiste sind tatsächlich wirklich Fundkatzen. Bei ihr ist es aber so, dass sie wirklich sehr zutraulich ist. Noch eine junge Katze, trotzdem ist die Vermittlungschance wahrscheinlich eher nicht so gut, weil bei ihr einfach wirklich wahrscheinlich mit mehr Kosten gerechnet werden muss. Sie hatte einen Darmparasit, das wir ganz gut in den Griff bekommen haben. Bei der Kastration hat die Tierärztin festgestellt, dass sie Darmpolypen hat. Das kann auf einige Krankheiten hindeuten, kann aber auch nichts sein. Kann aber natürlich auch sein, dass wenn die Katze ein neues Zuhause hat, sich dann doch nach einem halben Jahr rausstellt, dass die Katze zum Beispiel FIV-positiv ist. Das bedeutet, dass die Katze eventuell Katzen-AIDS haben kann und diesbezüglich natürlich dann auch einige Kosten auf einen zukommen können. Hier befinden wir uns auf unserer Quarantänestation. Das ist zum Beispiel auch ein gutes Beispiel, warum wir so für Kastration plädieren. Solches Elend kommt natürlich dann auch zustande. Die sind sehr krank, haben einen Katzenschnupfen, die Augen sind entzündet. Die brauchen viel Pflege, Medikamente, Arztbesuche. Das nimmt viel Zeit in Anspruch und genau solche armen Seelen, wie jetzt die Truppe hier, könnte man wirklich vermeiden, wenn man einfach seine Katzen kastrieren lässt oder auch, wenn man sowas sieht, darauf aufmerksam macht. Hier ist unser Findus, das war auch eine Fundkatze gewesen, den hat eine Dame gefunden, ganz schwach am Straßenrand liegen, hat den in die Tierklinik gebracht, dort hat sich dann rausgestellt,
dass das schon ein älterer Herr ist, also so 10 plus aufwärts. hat sich dann herausgestellt, dass er Blutarmut hat. Das haben wir jetzt auch ganz gut schon alles im Griff gekriegt, haben gut aufgepäppelt. Er ist ein bisschen schüchtern, nicht ganz so wild wie die anderen im Katzendorf drüben. Er ist halt älter, er leidet unter chronischen Schnupfen, das heißt auch wieder mit Tierarztkosten verbunden, viel Pflege. Im neuen Zuhause muss man natürlich darauf achten, wenn andere Katzen vorhanden sind, dass die ausreichend Impfschutz haben oder das Risiko ist einfach zu groß, dass die gesunden Tiere sich anstecken. Deswegen ist hier die Vermittlungschance auch sehr, sehr, sehr gering. Zum einen, weil er halt schon etwas älter ist und auch seine gewissen Baustellen eben hat und natürlich auch nicht so zutraulich ist. Er ist ein bisschen schüchtern. Man braucht einfach viel Zeit und Geduld mit dem Kerle. Ich glaube aber, man kann echt einen guten Partner bekommen, wenn man geknackt hat. Aber die Vermittlungschancen sind leider auch nicht so gut bei ihm. Obwohl er sich natürlich auch genauso wie die anderen ein gutes Zuhause. Seit 37 Jahren treten die Musiker des Ärzteorchesters Musica Medica gemeinsam auf. Am 22. Juni spielten die Mediziner unter der Leitung des Vizepräsidenten der Hochschule für Musik in Würzburg, Professor Dr. Rudolf Ramming, gemeinsam mit dem Pizzachor ein Konzert in der Neustadter Kirche. Neben internationalen Kongressen spielt das ursprünglich vom ehemaligen Chefarzt des Marktheidenfelder Krankenhauses Dr. Georg Kaiser gegründete Orchester auch jedes Jahr eine Woche in Italien. Barbara Kaiser-Pfaff blickt zurück. Der Hintergrund war, dass Ärzte, die auch Medizin studiert haben, während ihres schweren Berufslebens mit sehr viel Zeitaufwand durch Dienste nicht ihr Instrument lassen, sondern dass sie es halt ein paar Mal im Jahr rausnehmen müssen. Und das hat halt begonnen, dass wir Ärztekongresse begleitet haben. Der Medizinalltag ist natürlich sehr schwer, auch mit sehr vielen Schicksalsschlägen. Er ist sehr zeitaufwendig. Und wenn man mal ein Instrument studiert hat und gespielt hat, dann geht man ja mit diesem Instrument auch ein bisschen auf und hat auch für sich selbst ein bisschen Erholung und ein bisschen Entspannung. Über den musikalischen Nachwuchs muss sich Musica Medica erfreulicherweise nicht sorgen. Deren Eltern spielten schon meist bei uns mit. Es gibt hier im Orchester gibt es Familien, die spielen 4 aus und die wachsen einfach in dieses Orchester hinein. Sie werden dann auch sehen, es wird ein Jugendorchester auch auftreten. Das sind also quasi die Kinder, die werden wieder von einem Elternteil werden die wieder eingeübt und so wachsen die in die Musik.